So, und jetzt aber halt eben noch eine kleine wichtige Ergänzung zum Tragesystem, nämlich, wo normalerweise bei gefühlten 99% aller Rucksäcke auf dem Markt hier Alu-Streben sitzen, hat der Rucksack halt tatsächlich den Rückschritt, den innovativen Rückschritt zum Holztragegestell gemacht. Und wie es der Zufall will, kann ich zu Holz generell immer ein bisschen was erzählen und werde es auch an dieser Stelle tun. Es handelt sich hier um FSC-zertifizierte finnische Birke. So viel kann man auch ganz gut im Internet rausfinden. Aber was im Internet dann auch schon nicht mehr steht, ist, was ist bitteschön FSC-zertifiziertes Holz? FSC ist, ist der Forest Stewardship Council. Wurde, glaube ich, 1994, kurz nach der Rio-Konferenz 1992 gegründet. Die Rio-Konferenz, wie sie im ökologischen Fachjargon auch gerne genannt wird. Das war quasi so die erste große weltweite Umweltkonferenz, wo sich die Welt darauf geeinigt hat, dass sie sich irgendwie mal überhaupt Mühe geben möchte, die Umwelt irgendwie zu erhalten. Bis 1992 hat man da vielleicht mal hier und da so ein paar kleine Gedanken sich zugemacht, aber es gab noch keinen globalen Konsens, dass grundsätzlich Umweltschutz eigentlich nicht schlecht ist. Insbesondere ging es da um die Biodiversität, also das Erhalten der Arten, dass man versuchen möchte zu verhindern, dass diverse Arten aussterben. So, da man dafür jetzt auch die Wälder erhalten muss, hat sich dann eben aus dieser Konferenz heraus sozusagen der internationale Forest Stewardship Council rausgegründet und angefangen, Wälder zu zertifizieren, denen quasi ein Stempelchen aufzudrücken mit: Das ist ein guter Wald, wenn da für die entsprechende Region Kriterien, die sie sich vorher überlegt haben, erfüllt sind, um zu beweisen, dass es halt eben ein nachhaltig bewirtschafteter, möglichst ökologischer Waldbau ist, der hier betrieben wird. Beispiele wären zum Beispiel, dass man keine Kahlschläge macht. Wenn man doch Kahlschläge macht, größere zumindest, dann kriegt man halt eben kein Stempelchen, wo FSC zertifiziert draufsteht. Und ja, viel weiter will ich da gar nicht drauf eingehen. Jedenfalls ist es so, wenn ihr gedenkt, euch irgendein Holz zu kaufen und euch nicht sicher seid, ob dieses Holz, weil es vielleicht zum Beispiel auch ziemlich billig ist, irgendwo herkommt, wo man es illegal abgeholzt hat, was bei Hölzern, die man irgendwo in Deutschland im Baumarkt kriegt, übrigens gar nicht so unrealistisch ist, selbst wenn es sich um einen namhaften und guten Baumarkt handelt. Es ist immer sehr schwer nachzuvollziehen bei einem No-Name-Holz, wo das denn wirklich herkommt. Die Dokumentation ist da ja bestenfalls fragwürdig, es sei denn, eine der Möglichkeiten, es gibt verschiedene, es steht halt wirklich eines der zwei Holzzertifizierungssiegel drauf. Das ist also einmal eben FSC und das andere wäre PEFC, P-E-F-C. Hab vergessen, wie die genau heißen, wenn man sie ausschreiben möchte. Die verstehen sich selber quasi als Alternative zum FSC-Siegel, sind auch nicht schlecht. So, und so ein FSC-Siegel ist jetzt vor allen Dingen dann wertvoll, wenn es sich eben um Holz handelt, das in einer potenziell Raubbau, sagen wir mal, bedrohten Region geschlagen wurde. Und dazu gehört auch Finnland, weil Finnland hat die wunderbare Eigenschaft, dass es da jede Menge Wald gibt und die haben entsprechend riesige Mengen an Holz. Deshalb haben sie nicht so sehr die Notwendigkeit, wie wir Deutschen, jeden Baum einzeln zu fällen, sich genau zu überlegen, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, sondern sie machen halt einfach mal ein paar Fußballfelder platt und ist ja noch genug da, so nach dem Motto. Jetzt kann man das scheiße finden, tue ich im Übrigen auch schon durchaus ein wenig. Und es gibt immer mal wieder Kloppereien, wenn ein deutscher Förster auf einen skandinavischen, sagen wir mal allgemein, Förster trifft. Aber ja gut, wir sind ja alles nette Menschen und dann klappt das so einigermaßen. Noch schlimmer ist, wenn die Forstwissenschaftler so aufeinander prallen, ne? Das gibt's ein gewaltiges Donnerwetter. Aber jedenfalls, durch diesen raubbauartigen Standardwaldbau in den skandinavischen Ländern möchte ich von da eigentlich nicht unbedingt so ungesehen Holz kaufen. Aber wenn eben entsprechend dieses Ding da drauf ist, dieses
Also das ist nicht das offizielle FSC-Siegel, was man hier so ein bisschen sehen kann. Das ist eigentlich eher ein Fjällräven-FSC-Siegel. Aber egal, es ist trotzdem FSC-zertifiziert. Normalerweise ist das so ein kleines Bäumchen mit so einem Kringel drumherum, wo FSC, ja, könnt ihr einfach mal googeln, FSC. Dann kriegt man relativ schnell dieses Symbol zu sehen, das da auf dem Holzprodukt drauf sein sollte. Übrigens, man findet das FSC-Siegel auch durchaus aus irgendwelchen Milchverpackungen oder sonstigen Papieren, die man so im deutschen Haushalt rumfliegen hat. Meistens ist dann FSC-Mix. Wenn FSC-Mix nur draufsteht, nur in Anführungszeichen, dann ist halt ein Anteil vom Holz von XY%, so genau weiß ich das jetzt auch nicht auswendig, ist aus FSC-zertifizierten Quellen und der Rest vom Holz, ja, der ist halt sonst woher. Zum Beispiel aber auch Altholz, das irgendwo rumgelegen ist, das man geschreddert hat und jetzt dann so verwendet. Das ist ja auch auf jeden Fall eine umweltfreundliche Wiederverwendungsmethode von Holz, das man vorher für den Bau verwendet wurde und dann in der Spanplatte landet, bevor es dann letztendlich in der energetischen Endnutzung in Blockheizkraftwerk zum Beispiel verbrannt wird. Ja, gut. Und warum sind diese Streben hier jetzt so toll? Da handelt es sich jetzt nicht einfach um aus der Birke geschnitzt eine Strebe, sondern das ist ein Holzwerkstoff, ein sogenannter. Soll heißen, man hat viele sehr dünne Brettchen genommen und hat die aufeinander geleimt, mit umweltfreundlichem Leim übrigens. Kann dann da eine bessere Form in das Holz reinbringen und vor allen Dingen kann man mit dieser Verleimung die natürliche Inhomogenität von Holz ausgleichen. Weil, wisst ihr selber, wenn ihr schon mal ein bisschen mit Holz hantiert habt, ein Baumstamm hat Bereiche, da ist er härter, hat Bereiche, da ist er weniger härter. Mal ist ein Scheit einfacher zu spalten, mal ist er schwerer zu spalten. Wenn er Drehwuchs hat, ist Kacke. Wenn er einen Ast drin hat, ist Kacke. Holz ist einfach kein homogener Stoff, der ist nicht überall gleich. Wenn man aber jetzt ähnliche dünne Schichten zusammenklebt, die alle eine ähnliche Faserausrichtung haben, dann kann man halt das Gesamtprodukt letztendlich deutlich homogener hinbekommen, als wenn man einfach ein Stück Holz aus dem Stamm rausschneidet. Und damit erreicht es dann eben auch mechanische Eigenschaften, die denen von in manchen Bedingungen Stahl in nichts nachstehen. Und das ist jetzt der springende Punkt. Mal einen Rucksack mit Stahlraben gesehen? Gibt's nicht wirklich, wäre viel zu schwer. Aber wenn man jetzt eben einen entsprechenden Holzverbundstoff aus einem per se eigentlich gar nicht mal so schweren Holz, Birke ist so mittelmäßig, zusammenbastelt, dann kann man eben einen entsprechenden Träger für den Rucksack hinkriegen, einen Rahmen, der die mechanischen Eigenschaften von Stahl hat, aber aus Holz ist. Und hat damit einen um 90% geringeren Energieaufwand bei der Herstellung als ein vergleichbarer Alurahmen. Oh, und das ist toll, man kauft hier also quasi ein Stückchen Nachhaltigkeit und ein Stückchen Zukunftstechnologie, die beim Retten des Planeten erheblich hilfreich sein könnte, wenn man einfach mehr mit Holzverbundstoffen arbeitet, die eben als Werkstoff hervorragende Eigenschaften haben und Häuser bauen lassen, zum Beispiel Häuser oder Möbel, die gar großartig sind und wirklich für einen Bruchteil der Energiekosten 5 bis 10% von einem ähnlichen Produkt aus Stahl und Glas beispielsweise hergestellt werden können. Und da steckt so viel Potenzial drin für die Zukunft, dass es mir einfach unglaublich gut gefällt, dass ich ein Stückchen dieser neuen modernen Holztechnologie in meinem Rucksack mit mir rumschleppe. Und für mich persönlich ist das schon wirklich so ein ganz tolles, kleines Goodie. So. Und damit ist vielleicht zum Teil auch geklärt, warum denn so ein Rucksack jetzt bitte so teuer ist. Weil man diskutiert ja viel und das kann ich auch wirklich nachvollziehen, warum denn Fjällräven-Produkte bitte so teuer sein müssen. Ob man da nicht eventuell halt doch stark die Marke mitbezahlt. Und ja, natürlich zahlt man da die Marke mit. Also das würde ich auf jeden Fall sofort bejahen wollen. Aber das ist nicht nur
dass man für 100 Euro mehr dann halt eben ein Leder-Emblem mit einem Fuchs draufkleben hat, sondern halt eben die Entwicklungskosten spielen da noch eine Rolle und sind bei so einem Rucksack natürlich mit eingebaut. Und die sind relativ hoch, weil Fjällräven ja sämtlichen Krempel, den sie verkaufen, selber erfunden hat, in Anführungszeichen, und entwickelt hat. Und da gibt es jetzt Fälle, da ist das schon ziemlich krass, was die Sachen dann kosten, und da kann ich es auch wirklich nicht nachvollziehen, dass sie da ihre Entwicklungskosten für meinetwegen Zelte und Rucksäcke auf zum Beispiel Packsäcke umlagern. Drei Paar Nylon-Packsäcke, wo man Klamotten zum Beispiel reinstecken kann, die keinerlei Sonderfeatures haben, die überhaupt nichts Besonderes können, es sind einfach nur Packsäcke, die kosten 25 Euro. Was schon enorm teuer ist in Anbetracht dessen, dass die nicht mal wasserdicht sind oder irgendwie irgendwas können, außer dass sie Säcke sind. Und ja, vergleichbare Produkte gibt es dann halt in China-Qualität, besserer China-Qualität, das muss man ja auch sagen, die gibt es ja inzwischen auch, gibt es die schon für 1,50 Euro pro Sack oder was. Und das fjällräfische Angebot ist halt drei Säcke für euch oder vier Säcke für 25 Euro und das steht halt in keinem Maßstab. Und bei solchen Produkten würde ich dann wirklich sagen, oh Gott, das braucht doch kein Mensch, wer sich das kauft, der hat doch einen an der Klatsche. Aber so ein Rucksack, ja, da kann ich den Preis schon wieder ein bisschen besser nachvollziehen, dass man halt da die Entwicklungskosten auf das Produkt umlegt. Das muss man so machen, wenn man einen Produktpreis kalkuliert. Die Leute, die das tun, haben ja tatsächlich sogar mal sowas wie BWL studiert oder was. Übrigens, wenn man BWL studiert, wird man automatisch ein schlechter Mensch. Das darf ich sagen, meine beiden besten Freundinnen haben das jeweils getan und ich mag sie trotzdem noch. Jedenfalls, ja, das muss man irgendwie mit einfließen lassen. Dann zahlt man wirklich ein bisschen den Markennamen mit. Und was man dann halt eben auch noch mitzahlt bei Fjällräven, wahrscheinlich wirklich in einem großen Umfang sogar, dass das ordentlich was kostet, zusätzlich aufs Produkt obendrauf, sind die ganzen Umweltschutzkampagnen, die eben Fjällräven betreibt. Siehe nochmal die Sache mit diesem FSC-zertifizierten Holz, dass er halt nicht irgendein Holz genommen haben, irgendein Holz hätte auch funktioniert. Ja, das muss nicht FSC-zertifizierte finnische Birke sein. Überhaupt nicht. Da hätte man auch irgendein Popelzeug aus sonst wo nehmen können. Das hätte ähnliche mechanische Eigenschaften gehabt, wenn man es halt dann eben in dünnen Schichten zusammenleimt und entsprechend behandelt. War also eigentlich nicht notwendig, haben sie halt gemacht, damit es hochwertiger aussieht, damit es ein bisschen mehr Freude bei demjenigen, der bereit ist, sowas zu kaufen, hier erzeugt, und das funktioniert ja auch. Also von daher möchte ich mich nicht beschweren. Des Weiteren hat Fjällräven noch einen ganzen Haufen Kampagnen laufen zum Rettet die Wälder, Schützt die Natur und so weiter und so fort. Und die zahlen in dem Bereich wirklich einen Haufen Geld an entsprechende Organisationen. Und das zahlt man beim Produkt eben mit. Also so gesehen zahlen nicht die das Geld, sondern wir, die wir so einen Krempel dann kaufen. Ein Beispiel, die setzen sich sehr stark für die Rettung des Polarfuchses ein. Das ist eben dieses Füchschen, was ja auf diesen Produkten überall drauf ist. Zum Beispiel auf jedem Knopf, auf jedem Druckknopf ist einer eingeprägt. Eben dieses Leder-Emblem, das auch fast auf jedem Produkt drauf ist, zeigt den ja auch. Das Markenzeichen eben, das ist der Fjällräven, das ist schwedisch für den Eisfuchs, Polarfuchs. Der heißt lateinisch Alopex lagopus, oder je nachdem, wie man fragt, heißt er auch Volpes lagopus. Da sind sich die Forscher noch nicht ganz im Einigen, ob der jetzt nun eine eigene Gattung ist oder nicht. Wie dem auch sei, das Viech ist stark vom Aussterben bedroht. Es gibt bloß noch, glaube ich, 300 oder 400 Exemplare in Schweden. Das ist sehr wenig. Ein stabiler Bestand müsste eigentlich aus 2.000 bis 3.000 bestehen, damit man sagen kann, ja, okay, dem Eisfuchs geht's gut. Und das ist natürlich schon kritisch. Hauptproblem von dem armen Viech ist, dass es mit dem normalen Rotfuchs konkurrieren muss, der halt auch klimawandelbedingt jetzt immer weiter in den Norden vordringen kann, weil die Winter halt immer mehr für ihn erträglich werden. Der ist ja an sich auch durchaus relativ kälteresistent. Und ja, der Raum, wo man Eisfuchs sein muss, um einen großen Überlebensvorteil zu haben, der schwindet halt einfach. Außerdem ist das Vieh extrem störungsanfällig. Und selbst im skandinavischen Norden gibt es halt hin und wieder mal jemand, der so ein Tier mal stört. Zum Beispiel so ein Wanderer, so ein Ben oder sowas. Ja,
Also der hat es nicht leicht, der Eisfuchs. Gilt ja im Übrigen auch für so ziemlich jedes andere typische Arktis bewohnende Tier. Gerade wenn es ein etwas größeres Tier ist, der große weiße Bär da, den man da ja auch quasi als das Symbol des Klimawandels schlechthin bezeichnen darf. Schon völlig zu Recht auch, den wir auch nicht mehr retten werden könnten in seinem Standardlebensraum. Also die Art zu leben, wie er bisher gelebt hat, das ist hoffnungslos, dass das noch so weitergehen kann. Die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre oder was, wird der in dieser Form wahrscheinlich ausgestorben sein, mit Ausnahme der Exemplare im Zoo. Und sich wahrscheinlich mit dem nördlichen Braunbären irgendwie zusammenpaaren, sodass so eine Art Hybrid, halb Eis, halb Braunbär dabei irgendwie rauskommen wird. Das ist so eine der Theorien, wie sich das Ganze dann entwickeln kann, wenn es das dann tut. Ja, aber eben gerade beim Schutz der Arktis, da ist Fjällräven sehr aktiv und da investieren die sehr viel Geld und auch das zahlt man bei den Produkten mit. So, gut. Dann abschließend. Noch der ein großer Nachteil von dem Rucksack, den ich noch nicht erwähnt habe, nämlich das Eigengewicht. Der ist saumäßig schwer, wenn er leer ist. Ich glaube, der wiegt 3 Kilo oder sogar noch ein bisschen mehr. Blende ich euch ein. Das ist schon was, das einem ein bisschen auf den Keks geht. Also der ist locker halt mal 1 Kilo schwerer als ein vergleichbarer Rucksack der Konkurrenz. Das ist halt 1 Kilo weniger, was man an Krempel mit sich rumtragen kann, damit man, dafür hat man dann halt eben so einen schönen Rucksack. So, warum ich das jetzt aber trotzdem immer noch nicht schlimm finde, beziehungsweise es noch immer nichts ist, was mich davon abgehalten hat, mir das Ding zu kaufen, erzähle ich euch jetzt. Nämlich, als ich im Geschäft war und mir diesen Rucksack kaufen wollte, ich hatte mir den schon rausgeguckt und war mir ziemlich sicher, ja, das könnte der werden, den ich haben möchte, aber ich will ihn einfach mal anprobieren. Habe ich mir den aus dem Regal genommen, der war schon voll vorgepackt, auch entsprechend schwer beladen, damit man halt mal testen kann, wie der unter Last sich anfühlt. Habe mir richtig eingestellt, so gut ich das halt wusste, wie man das so macht und so weiter, und habe mir das Teil auf die Schultern gehievt. Hab festgestellt, boah, das wiegt ja schon ordentlich was. Hab ihn halt entsprechend zugemacht, bin 5 Minuten durch den Gegend gelaufen. Dann habe ich eine Verkäuferin getroffen und habe sie mal gefragt, ob sie weiß, was der Rucksack wiegt. Dann hat sie gemeint, ja, bei der Größe so bestimmt 17, 18 Kilo, mindestens. Hab gedacht, ja, okay, für 17, 18 Kilo fühlt sich das in Ordnung an. Dann kann ich noch so 2, 3 Kilo reinpacken und dann ist so meine persönliche Schmerzgrenze erreicht. Das geht. Damit kann ich schon in Schweden rumlatschen. Ist soweit okay. Bin ich weiter ein bisschen damit rumgelaufen und war eigentlich positiv überrascht. Ja, fühlt sich gut an, trägt sich prima. Bequemer Rucksack. Toll, toll, toll. Bin ich halt zurück da, wo der rumlag und hab gedacht, jetzt stellst du den mal auf die Waage. Die hatten da so eine Waage. Also habe ich ihn abgenommen, auf die Waage gestellt und bin schier in Ohnmacht gefallen, weil der wog nicht 17, 18 Kilo, sondern 25 in der Konstellation. Und wenn sich 25 Kilo wie 17, 18 Kilo für mich anfühlen, so von dem, was ich gewöhnt bin von meinen bisherigen Rucksäcken, dann ist das mal ein derartig großartiges Trageverhalten von diesem Rucksack, dass das Kaufargument schlechthin gewesen für mich, dass ich da völlig hin und weg war und dann deswegen größtenteils genommen habe. Also zu 80% wegen diesem hervorragenden Trageverhalten und weil mir so gut passt und ich damit echt so ein hohes Gewicht durch die Gegend schleppen kann. Und das habe ich jetzt in den letzten Tagen auch durchaus ein paar Mal ausprobiert, immer mal wieder so richtig ordentlich Gewicht reingepackt und dann mal ein bisschen durch die Gegend gelaufen und das geht wirklich. Also 25 Kilo bei meiner Physiologie und diesem Rucksack ist das tragbar und das wäre vorher halt in allen meinen anderen Rucksäcken echt nicht möglich gewesen. Da war 20 Kilo immer so der Punkt, wenn es da noch 1-2 Kilo drüber ist, dann ist die absolute Schmerzgrenze erreicht und mir kannst du einfach nicht mehr tragen, dann geht's nicht mehr über längere Strecken. Und hier habe ich halt mit 25 Kilo noch einen Puffer nach oben. 25 Kilo und dann würde ich sagen, ja, notfalls kann man auch noch 2-3 Kilo reinladen. Das ist halt schon toll und damit sind dann auch wirklich Touren von 14 Tagen durchaus problemlos. Na, was heißt problemlos? Also sie sind möglich mit sämtlichen Proviant im Rucksack für 14 Tage. Wenn man da so als Diät-Tour quasi 500 Gramm Zeug essen pro Tag rechnet und dann 14 Tage, dann sind da 7 Kilo.
Das geht sogar eigentlich relativ gut. Da kann man dann sogar 700 Gramm, 750 Gramm Futter pro Tag rechnen. Und dann kommt man immer noch nicht über die 25 Kilo, wenn man eine entsprechend leichte Ausrüstung mit sich rumschleppt. Kommt aber natürlich noch darauf an, welchen Brennstoff von dem Kocher man dann noch braucht. Das ist nochmal so ein bisschen ein anderer Punkt. Aber ja, also es ist auf jeden Fall möglich. Und das war halt letztendlich der ausschlaggebende Grund, weshalb ich das Ding dann haben wollte. Gut. Und dann ganz abschließend, habe es am Anfang ja auch nochmal hingeschrieben gehabt, denke ich. Ich habe den noch nicht so lange. Ich habe erst ein paar Tests gemacht und dieses Video ist bitte als erster Eindruck zu verstehen, nicht als Langzeittest. Den werde ich dann nachliefern, wenn ich das halt schon lange getestet habe, das Ding. Da müsst ihr euch gegebenenfalls so lange gedulden, falls ihr auch irgendwie ein Auge auf diesen Rucksack geworfen haben solltet. Jo. Und ganz abschließend, das ist wieder mal keine Werbesendung, heißt, ich habe mir das Ding auch von eigenem Geld gekauft und alles, was ich jetzt über den Rucksack erzähle, ist meine eigene Meinung. Da gibt es also keine Zusammenarbeit mit Fjällräven oder irgendeinem Geschäft, was so einen Rucksack anbietet. Gar nichts in der Richtung und ich kriege für das Video auch 0, gar überhaupt nichts. Also zumindest nicht Geld. Vielleicht ein kleines bisschen Lob und Anerkennung von euch. Vielleicht ein ganz bisschen, möglicherweise. So, und das war jetzt meine sehr ausführliche erster Eindruck vom Fjällräven Kjaka Kaikja oder was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.